Ja, moin und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Geschmackserlebnis, beim letzten Video der Mexiko-Reise-Videoreihe. Und wir befinden uns jetzt schon auf der Fähre zur Isla Holbox. Mal sehen, ob wir gleich da sind. Noch ein bisschen Stiefeln und Latschen. Herrlich, wieder in der Hitze, do. Voll bepackt wie ein Esel. Willkommen nochmal auf der Isla Holbox. Sie liegt im Norden, Nordosten Yucatans und wir können noch gerade so sagen, dass es eine Art Geheimtipp ist. Es ist natürlich schon einiges los auf der Insel, aber es gibt noch keine Autos zum Beispiel, sondern diese Sandpisten, auf denen nur Golfkarts rumfahren. Also man hat schon noch so ein bisschen das Gefühl von, wie soll ich sagen, Karibik und Piraterie-Enklave irgendwo von ein paar hundert Jahren. Also man kommt sich so vor, wie wir uns das eigentlich von Tulum vorgestellt haben. Wie ihr sehen könnt, man kann die Zeit wunderbar genießen. Das war der erste Tag. Und zur Krönung der Anreise kam hier auch noch gleich meine Bescheinigung, dass ich mein Bachelorstudium absolviert habe. Darauf also erstmal zünftig einheben. Kaltes Bier zum Sonnenuntergang. Herrlich. Bier macht bekanntlich hungrig. Und das heißt ab zu Taco Keto. Das sollte unser Stammladen werden für diese 4 Tage auf der Insel. Denn es ist ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Keine hohe Gastronomie, sondern eher klein und urig, aber lecker. Jawollo, guten Appetit. Als ich gerade eben vom Piratennest sprach, meinte ich genau diese Eindrücke. Kleine Gassen, wo noch nicht so diese Infrastruktur vorherrscht, wo das Leben wirklich abends auf der Straße loslegt und das alles nur ein paar Meter entfernt vom Strand. Und das Stichwort Strand wollen wir doch direkt mal aufgreifen, denn das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt hier sind. Isla Holbox hat außer Strand, wenn man ganz ehrlich ist, und eben diesem schönen kleinen Nachtleben, nicht viel mehr zu bieten. Kokosnuss, das darf man natürlich nicht vergessen, können sie auch, Mangos auch, sehen wir gleich nochmal. Aber in erster Linie ist die Insel wirklich bekannt für diese weißen Strände. Nicht so, wie man das sonst vielleicht sich vorstellt, mit Palmen bewachsen. Nein, hier ist ganz, ganz viel Mangrovenwald, sehr flache Insel, wo sonst irgendwie so Gebüsch und Gestrüpp so ein bisschen noch die Flora und Fauna ergänzt. Aber ansonsten weiße Sandstrände, soweit das Auge reicht. Hier und da eine Palme, in erster Linie aber Sommer, Sonne, Sonnenschein und man kann hier richtig schön die Seele baumeln lassen. Jeden Abend Sonnenuntergang genießen, ein paar Mango am Strand oder eben in eins dieser netten Lokale eben in Strandnähe einkehren, wenn es dunkel wird. Da ist dann auch richtig Party angesagt. Wer Bock drauf hat, absolut, los geht's. Aber man kann natürlich auch lässig am Strand spazieren. Das haben wir uns vorgenommen für einen, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Tag. Und zwar eine Wanderung zu den angeblich dort ansässigen Flamingos. Aber angeblich gibt es hier vorne irgendwo auf dieser halben Strecke dieser Sandbank einen Fluss. Irgendwo da hinten, wo ich jetzt hinzeige. Und da heißt es, sollen Krokodile drin lauern. Also wurde gesagt, man muss dann immer innerhalb der Ebbe schnell über diesen Fluss rüber. Ansonsten muss man durchschwimmen und dann wird's gefährlich. Es hat sich herausgestellt, weit und breit kein Krokodil zu sehen, aber man ist dann ja doch als Deutscher in der Fremde ein bisschen vorsichtiger als der ein oder andere. Flamingos gab es trotzdem nicht zu sehen, also waren wir etwas enttäuscht, aber dafür dauerhaft diesen Blick. Wow! Das ist wirklich ein Highlight. Das Wasser glasklar, dieses Türkis, dazu nochmal hier so ein kleiner Reiher oder ähnliches. Also Isla Holbox kann wirklich eins und das ist Strand und Meer. Hier eben die Warnung vor den gerade genannten Krokodilen, aber auch die Warnung, keine Drohne steigen zu lassen. So schade, weil wir hatten extra ja die Drohne mit und haben sie bisher nur ein einziges Mal einsetzen können, nämlich in Punta Alén. Schade, schade, wir haben uns nicht getraut, da ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Na, wenn wir schon kein Krokodil gesehen haben, dann wenigstens diese schöne Muschel, die doch wirklich doch so ein bisschen was von Karibik wieder ausstrahlt.
Hier seht ihr natürlich noch ein anderes Ungeheuer, was hier doch mal in den Untiefen zu finden ist. Und nach einem gefühlt endlosen Marsch in der Sonne sind wir leicht verbrannt wieder zurück in der kleinen Hauptstadt der Insel und sind fix und alle, wie man sehen kann. Auch tagsüber ist der Ort ganz ansehnlich, aber gerade in den Abendstunden spielt er so seinen besonderen Charme voll aus. Also, kurz ausruhen, Aftersun drauf, duschen und wieder ab zu Taco Keto. Erinnert ihr euch noch an die Autofahrt mit dem brennenden Auge? Ich hab was in meinem Auge. Oh, das ist aber ganz blöde, weil wir wollen hier eigentlich was schottern. Aber da muss er heulen. Gut, dass wir nicht im Auto sitzen. Zum dritten Mal Taco Keto, weil einfach geile Preis-Leistung und einfach schön was zu futtern. Ja, genau das hier macht dieses kleine Paradies auf Erden zu dem, was es eben ist. Leckeres Essen, Sonne, Strand, sehr entspannte Atmosphäre. Wer mag, kann auch ein bisschen Party machen. Aber insbesondere diese Ruhe, dieses ganz klassische, in meinen Augen, ich kann es nicht besser beurteilen, aber in meinen Augen karibische Feeling, das kommt hier wirklich wunderbar rüber. Hört euch das an, abends im Restaurant, dann noch ein bisschen die Musik da im Hintergrund, die Sterne am Himmel. Aus unserer Sicht definitiv eine Reise wert, aber jetzt geht's zur letzten Station. The Last Large. Morgens 5.30 Uhr marschieren wir wieder. Ein letztes Mal. Super schwül. Kein Wind. Aber jetzt geht's ins Hotel. Reise ist beendet. Und Urlaub darf beginnen. Noch ein paar Tage. Also die Glistling vor. Der Backpacker von morgen reist natürlich mit einem Rollkoffer. So gehört sich das. Das kann ich gar nicht lustig machen. Na, das ist gerade bei diesen Straßenverhältnissen unheimlich praktisch. Aber gut, hat bis jetzt geklappt. Die letzten Tage wird es wohl auch noch gehen, ne? Nach der kurzen Überfahrt sitzen wir jetzt also im Shuttle direkt nach Puerto Aventuras. Wir haben uns vorgenommen, nach dem Urlaub nochmal richtig Urlaub zu machen, ordentlich abzuschalten. Und das wollen wir für 4 Nächte in einem All-Inclusive-Hotel an der Küste. Das Ende von The Last Large. Das sind jetzt hier die Last Steps und unser Zuhause für die nächsten 4 Nächte. Ha, mal so richtig schön runterkommen, wa? Herrlich. Wir sind hier untergekommen in einem richtigen Army All-Inclusive-Bunker. Wir haben mit nichts anderem gerechnet. Genau genommen haben wir das günstigste All-Inclusive-Hotel genommen, was es überhaupt noch zu buchen gab. Leider mit einer kleinen Algenplage, sodass Baden nicht denkbar war. Bin ich doch mal eben einen Moment da hinten die Landzunge rausgelaufen, um ein paar schöne Fotos und Videos zu machen. Komme ich zurück, wurde Anni unterdessen angekackt. Ist eine Möwe. Eine Möwe hier unter diesem Strohball da drunter durchgeflogen. Das grenzt ja an Auftragsschiss. Und hat da einen Flatschen hingesetzt. Neben einem wirklich grandiosen Buffet und den für solche Hotels üblichen Entertainment-Shows und der All-You-Can-Drink-Flat gab es auch hier so ein kleines possierliches Tierchen, das uns doch ziemlich neu war. Also, ich komme hier richtig auf meine Kosten als Entdecker. Gerade frisch vom Sport gekommen. Und jetzt gibt es hier erstmal einen schönen Salat. Rote Beete, Fisch, bisschen Hähnchen, Reis, geil. Bestens. Schönes Buffet. Mit Pauken und Trompeten geht also diese 4-wöchige Rundreise durch Mexikos Yucatan zu Ende. Wir sind wieder tiefenentspannt und erholt und leider auch bereit für die Rückreise. Wir blicken zurück auf eine richtig schöne Zeit und können sagen, Yucatan ist immer eine Reise wert. So kehren wir zurück, erholt, entspannt und unbeschwert. Das war's mit Mexiko. Es geht hier also demnächst wieder weiter mit Kochen, so wie sich das gehört.
Schönen Tag noch und bis bald.